Herzlich willkommen bei Infokrieg TV. Mein Name ist Alexander Benesch. Wir sind hier live am 9. Februar 2012. Live für die nächsten rund 60 Minuten, wie immer eine ganz vollgepackte Sendung mit aktuellen Nachrichten, Analysen, Hintergründen, Kommentaren und selbstverständlich auch Ihrem Feedback. Wir blenden die üblichen Adressen ein. Radio@infokrieg.tv, radio@infokrieg.tv via E-Mail und infokrieg-hq ist unser Skype-Name. Infokrieg-hq. Sie können uns auch kurz in einer Textbotschaft, ihr entweder per E-Mail oder per Skype sagen, Sie möchten per Telefon oder mit Ihrem Headset in die Sendung. Alles kein Problem. Wir können Sie gerne einbinden. Wir hatten es gestern mit Technologie, Videogames, die Zukunft der Unterhaltungsindustrie, die Zukunft des Computings, was es für uns Menschen bedeutet. Und was habe ich nicht alles noch an Zuschriften bekommen? Was kann man nicht alles im Netz finden an interessanten neuen Entwicklungen? Nur ganz kurz, was ich erwähnen möchte, ist das hier. Es handelt sich um ein Videospiel-Trailer, Deus Ex Human Revolution, der dritte Teil der Deus Ex-Reihe. Grandioser Live-Action-Trailer namens Purity First. Sie finden das Ganze auf dem YouTube-Kanal des GameStar-Magazins. Können sich das angucken. Also es ist äußerst beeindruckend, wie man hier den aktuellen Stand der Forschung und die Projektionen, wie die Zukunft aussieht, in nur vielleicht einem oder zwei Jahrzehnten, also noch unseren Lebzeiten, wie das aussehen könnte. Man hat das sehr, sehr gut dargestellt, wie das die Gesellschaft verändern kann, wie Konzerne und das Militär das Ganze benutzen kann. Man verkauft es den Leuten, das sieht man in diesem Filmtrailer für dieses Computerspiel sehr, sehr schön. Man wird es den Leuten andrehen als hip und cool. Oh, sie sind schon älter, ihr Arm ist vielleicht nicht mehr der gleiche wie früher. Warum lassen Sie sich nicht einen neuen Arm einpflanzen, einen bionischen Arm? Dann können Sie wieder Ihren Football besser schmeißen. Oder ähnliches. Und Sportstars werben damit und es wird alles Mögliche getan werden, um das den Leuten anzudrehen. Und in Wirklichkeit, das sieht man dann auch in dem Clip hier, in diesem Trailer, Militärs probieren das Ganze dann aus. Unglaublich neue Militärwaffen, Augmentationen, Erweiterungen für den menschlichen Körper, für den Soldaten. Man sieht, wie illegale Experimente durchgeführt werden an Menschen, wie Menschen abhängig werden von den Herstellern dieser Augmentationen. Unglaublich beeindruckend, das bläst einen schier weg. Dann haben wir noch eine Zuschrift zu dem Thema via E-Mail. Ja, es ist Okkultismus in Spielen. In einer Sendung vom 8.2. sprichst du über Videospiele und hast eine Zuschauer aufgerufen, dir über ihre Erfahrungen zu schreiben. Möchte dir meine Erfahrungen mit dem Videospiel Skyrim teilen. Mir ist aufgefallen, dass dieses Spiel extrem stark mit okkulten Symboliken und Praktiken hantiert. Nicht nur das übliche Zeugs mit Kräutern, Mineralien, Beeren, Pilzen, Körperteilen von Tieren, Alchemiestationen, Zaubertränke. Das ist das normale Zeug, das kennt man aus Videogames, Romanen und so weiter und so fort. Es gibt in Skyrim nicht nur Verzauberungsstationen, mystisch leuchtende Pentagramme und Totenköpfe, auf denen Waffen mit magischen Schwüren belegt werden können, wozu sogenannte Seelensteine benötigt werden. Doch das ist nur der Eindruck, den ein kurzweiliger Besucher von diesem Spiel bekommt, heißt es hier in der E-Mail. Die Person, die die Konsole zu Hause hat und das Spiel in seiner ganzen Komplexität kennt, wird Teil von weit tiefgehenderen okkulten Programmierungen. Der Spieler lernt, Zombies zu erwecken und magische Helfer heraufzubeschwören. In einer Teilmission wird der Spieler sogar aufgefordert, sich eine Person zum Sklaven zu machen und diese an einer Opfersäule zu opfern. Die Seele des Opfers muss natürlich vom Spieler eingefangen werden, in einem Seelenstein, der später die Schlagkraft seiner Waffe stärken wird. Ich sehe hier eine unterschwellige Manipulation hin zu Mind Control durch Esoterik und Kabbalismus, eine Art Programmierung, eine spielerische Anfreundung mit der Materie. Die okkulten Inhalte werden unbewusst aufgenommen. Das Ganze verpackt in einer virtuellen Welt, die an Größe und Realismus einfach unvorstellbar ist. Essen, Schlafen, Trinken, ja sogar Krankheiten gibt es. Der Spieler muss mit Menschen zu interagieren, zu bestimmten Tageszeiten. Speicherstände haben einen Kalender, alles darauf angelegt. Es ist hier weiter. Dass der Spieler voll und ganz in diese Welt eintaucht und das Spiel im Kopf mitnimmt, wenn er träumt oder in die Arbeit geht. Die absolute Faszination.
Also hier noch, ich kann nicht verstehen, wie so viele Leute die okkulte Propaganda auf Dauer ertragen können. Ich könnte nicht mehr als ein- bis zweimal die Woche spielen, doch ich weiß von einigen meiner Freunde, dass sie beinahe täglich für mehrere Stunden spielen. Ein weiterer Punkt ist mir aufgefallen, die Xbox 360 meines Freundes ist mit Funkcontrollern ausgestattet. Diese funken meines Wissens nach nahe des WLAN-Frequenzbereichs. Von verschiedenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurde in den letzten Jahren bekannt, dass Handy- und WLAN-Strahlung für durchaus ernstzunehmende Effekte im Körper verantwortlich sein können, unter anderem Erwärmung des Gewebes etc. etc. Die Spieler haben die Funksinne der Kontrolle also für mehrere Stunden täglich aufgrund der Sitzposition nahe ihrer Genitalien, die dann optimal verstrahlt werden können. Bin seit etwa vier Jahren Fan deiner Sendung, möchte dir an dieser Stelle danken für die ganze Arbeit, die du dir machst, um deine Sendung zu produzieren. Mach weiter so, schreibt uns Franz. Vielen Dank für die Zuschrift und viele Grüße zurück. Schreiben Sie uns zu allen möglichen Themen heute die eingeblendeten Adressen radio@infokrieg.tv und infokrieg-hq. Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Sendung. Und zwar fing alles an mit einem Artikel, der BBC. Nun, die BBC ist in Verruf geraten, in Kritik geraten. Man wirft der BBC vor, sie sei zu soft gegenüber der Europäischen Union, zu einseitig, und es gäbe auch Verdachtsmomente, die hindeuten könnten auf einen etwaigen Interessenkonflikt. Als da wären Millionenzahlungen durch die EU an die BBC und Kredite im dreistelligen Millionenbereich an die BBC durch eine EU-Bank. Und zwar zu sehr, sehr günstigen Konditionen, die die BBC sonst nicht hätte bekommen können. Dazu gleich aber mehr. Es ging um einen BBC-Artikel über unbemannte Drohnen. Und zwar hieß es, ist es nicht eine gute Idee, wenn man nicht mehr nur mit Satelliten die europäische Landmasse fotografiert regelmäßig, um festzustellen, ob nicht etwa Bauern, Landwirte beschummeln und sich Subventionen erschleichen. Und die Satellitenfotos liefern in Daten. Man sagt halt, nun, wir müssen ja festhalten, ob jemand noch ein Gebäude heimlich gebaut hat oder nichts anbaut, obwohl er sagt, er baut etwas an oder andersrum. Und Satellitenfotos sind sehr, sehr gut, haben allerdings auch Nachteile. Manchmal bekamen Landwirte Besuche von Regierungsvertretern, äußerst wütende Regierungsvertreter, weil sie angeblich nichts angebaut haben auf Feld so und so. Und dann wird dort hingefahren und man merkt, ups, da hat sich der Satellitenbildauswerter getäuscht. Aus irgendeinem Kontrastproblem hat man halt nicht gesehen, dass dort wirklich was angebaut wurde. Also sagt man, die Drohnen sind noch viel, viel billiger und sie können nicht nur geradewegs nach unten filmen, sondern sie können auch aus einem Winkel filmen. Warum nicht Drohnen, unbemannte Drohnen, in den europäischen Flugraum integrieren, dauerhaft? Also die Europäische Union ist sehr, sehr begeistert von dieser Idee. Und die BBC berichtet hier über den Nutzen, hauptsächlich über den Nutzen und wie toll das doch ist. Nun, es gibt hier noch einen interessanten aktuellen Bericht. Und zwar diesen hier. Ganz aktuell. Sie können sich das PDF-Dokument selbst suchen im Netz. Die European Defense Agency, ja, wir haben ein Proto-Verteidigungsministerium der EU. European Commission UAS Panel. Die Europäische Kommission sind diejenigen, die ganzen Gesetze machen, die einzige Macht haben. Das Parlament ist nur da zum Abnicken und Scheinwahren. Der fünfte Workshop, und es geht um UAS, unbemannte Flugzeuge, Drohnen. Der fünfte Workshop am 9. Februar 2012, das ist heute. Research and Development on UAS Discussion Paper. Dieses Paper wurde produziert von der European Defense Agency auf Anfrage der Europäischen Kommission und so weiter und so fort. Also das Ganze können Sie hier sehr, sehr leicht finden. Ich habe mir ein paar Markierungen gemacht, die Ihnen zeigen sollen,
was genau geplant ist und wie die nächsten 10, 15 Jahre aussehen können, wie sie unser Leben verändern könnte. Man sagt also, wir haben ein großes Problem bislang. Und zwar, es gibt keine Blanko-Erlaubnis für Drohnen in Europa, in der EU. Es ist nicht automatisch und vollständig integriert in den europäischen Luftraum. Man muss also, und das heißt es hier im ersten Kapitel Background, Hintergrund, man muss erstmal die Öffentlichkeit ansprechen, man muss der Öffentlichkeit klar machen, wie toll Drohnen doch wären. BBC. A need for public awareness about the benefits of UAS and political understanding of the UAS potential in terms of its economic, technological and industrial impact. Also viel Geld und Jobs. Man muss den Politikern quasi sagen, ihr könnt mehr Jobs versprechen, eine ganz neue Industrie, das wird unglaublich hohe Wachstumsraten haben. Und was die Leute wollen, sind Arbeitsplätze. Also das könnt ihr den Leuten so erklären. Die Europäische Kommission und das European Defense Agency hat also eine Konferenz im Juli 2010 schon organisiert über Drohnen. Viele ranghohe Regierungsfunktionäre waren dort und Repräsentanten der Industrie. Man forderte, wen überrascht, eine gemeinsame europäische Herangehensweise, um den Weg zu bereiten für eine völlige Umkrempelung der Rechtssituation und auch der Industriesituation für Drohnen. Es heißt, für das EDA, das Proto-Verteidigungsministerium, hat die Integration von Drohnen in den europäischen Luftraum, das war schon eine Priorität seit 2004, seit es das EDA gibt. Und was ist der Status quo? Das heißt, die derzeitige Generation von Drohnen hat sich bewiesen, hauptsächlich in Verteidigungszwecken, Kriegszwecken. Man hat diese Drohnen eingesetzt in feindlichem Luftraum oder in abgegrenztem, separatem Luftraum. Jetzt will man aber das Ganze nutzen kommerziell für alles Mögliche, für Wissenschaft, eben auch um das die Zwecke, die gleich noch genannt werden, Drogenbekämpfung, Schmuggelbekämpfung und so weiter und so fort. Man will also immer mehr und mehr Drohnen für andere Zwecke als das Militär, also muss man hier diese Änderung herbeiführen, heißt es. Asset Monitoring Critical Infrastructure Protection. Das heißt also, einflussreiche Kreise werden das stärker bewachen, was sie haben, über was sie verfügen. Und es hat ja auch schon in Deutschland, gab es ja von der CDU-Fraktion auch schon dieses Papier über Infrastruktur, Verteidigung, Schutz von kritischer Infrastruktur gegen Terror, wo auch immer der herkommen soll. Also sei es das Nuklearkraftwerk oder irgendwas anderes, was Wichtiges ist. Alles will man letztendlich bewachen können in der Theorie mit Drohnen. Seien diese nun bewaffnet oder unbewaffnet, das wäre noch natürlich zu klären. Es gibt einige Drohnen, besonders für die nicht-militärischen Zwecke, die eine Line of Sight benötigen, also einen Sichtkontakt benötigen zu demjenigen, der sie bedient. Man will auch die Technologie hier ausweiten, dass alle möglichen Drohnen auskommen ohne diese Line of Sight. Die größte Herausforderung für die Integration von Drohnen in den europäischen Luftraum heißt es, man will ein System erschaffen, das nennt sich Single European Sky oder SES, also ein einheitlicher europäischer Luftraum. Vergessen Sie also nationale Souveränität. Die Deutschen haben nicht mehr direkt richtig Einfluss auf Deutschland, den deutschen Luftraum, sondern es ist alles vereinheitlicht. Also man will die Drohnen einfügen in Single European Sky, in einheitlichen Luftraum, und das European Air Traffic Management, so eine Art einheitliche Luftverkehraufsichtsbehörde, Controlling-Behörde. Die Lösung liegt in zivilen und militärischen Agreements und einem einheitlichen Rahmenwerk. Das ist eine der vielen Stellen, wo es heißt, wir müssen quasi das Militärische und das Zivile vermischen und die Großkonzerne. Okay? Also Bürokraten, große Konzernfunktionäre hauptsächlich.
Also das wird alles zusammen gematscht. Man will ja schließlich nicht fünf Infrastrukturen haben für verschiedene Dinge, sondern es soll eins für alles sein. Einheitliche Sicherheitsregeln. Einheitliche Standards für die Bedienung, Qualifikation von den Bedienern. Und. Standards für sichere Kommunikationen, Data Control. Was haben wir nicht gesehen? Der Iran, laut eigenen Angaben, hat eine amerikanische Aufklärungsdrohne, eine moderne Aufklärungsdrohne, gehijackt, entführt. Man hätte also nicht nur das Signal spoofen können oder das Signal abfangen können, man hätte also die Drohne fernsteuern können. Man kopiert einfach das echte Leitsignal, Steuerungssignal, man ahmt es nach und lässt dann die Drohne einfach landen. So in der Theorie. Und vergessen wir nicht, die Eurokraten wollen eine einheitliche EU-Armee. Wir hatten vor kurzem einen Artikel dahingehend auf infokrieg.tv. Die Überschrift lautete: Politik der Global Governance will EU-Armee. Und was Sie hier auf dem Foto sehen, ist eine Eurohawk-Drohne. Ein Bundeswehr-Logo obendrauf. Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz hat Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière stärkere gemeinsame europäische Anstrengungen in der Verteidigungspolitik gefordert. Europa müsse in der Lage sein, auch militärisch Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Yada, 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 das ist hier alles via AFP. Dann heißt es hier, die SPD brachte 2007 bereits den beabsichtigten Fahrplan zu Papier. Der Titel des Strategiedokuments lautete: Auf dem Weg zu einer europäischen Armee. Die Deutschen seien umgeben von Partnern. Das klassische Szenario einer nationalen Verteidigung, eines Großangriffs auf Europa mit Armeen, Panzern und Kampfbomberflotten ist unwahrscheinlich geworden. Nationale Armeen seien schlicht Relikte des vergangenen Jahrhunderts. Okay, aber warum erzählt man uns dann immer, wenn jetzt einzelne Länder wie Deutschland aus der Europäischen Union ausscheiden würden, dann machen doch die Eurokraten immer so eine große Panik, es würde dann sofort wieder Krieg ausbrechen und die Ära des Friedens in Europa wäre dann vorbei. Wie habe ich denn das zu verstehen? Ich dachte, nationale Armeen, das braucht man noch gar nicht mehr und wir sind doch alle umgeben von Freunden. Die neuen Feinde natürlich der Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Raketentechnologie, Instabilität durch regionale Konflikte, gescheiterte Staaten, also die Abenteuer im Ausland, die militärischen Abenteuer, wenn man Regimewandel durchführen möchte, wie in Libyen und anderswo, das ist damit gemeint. Das ist jetzt das neue Aufgabenfeld der EU-Armee. Dann, falls ein einzelner Mitgliedstaat aus seinem Territorium das Opfer einer bewaffneten Aggression wird, haben die anderen Mitgliedstaaten die Pflicht, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um zu helfen. Nach den Terroranschlägen von Madrid im Jahr 2004, bei denen wie so oft die Geheimdienste mitmischten, hatte man genügend Anlass, um die sogenannte Solidaritätsklausel zum EU-Verfassungsvertrag hinzuzufügen. Ich zitiere hier aus: Die Union und ihre Mitgliedstaaten sollen gemeinsam im Geiste der Solidarität handeln. Falls ein Mitgliedstaat das Ziel eines Terroranschlages oder das Opfer einer natürlichen oder durch Menschenhand geschaffenen Katastrophe wird, die Union soll alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente mobilisieren, inklusive der den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten militärischen Ressourcen, um a. die terroristische Bedrohung in dem Gebiet der Mitgliedstaaten zu verhindern, demokratische Institutionen und die Zivilbevölkerung vor einem Terroranschlag zu schützen, einen Mitgliedstaat auf Bitte dessen politischer Führung zu assistieren im Falle eines Terroranschlags, einen Mitgliedstaat auf Bitte dessen politischer Führung zu assistieren im Falle einer natürlichen oder von Menschenhand geschaffenen Katastrophe. Also da soll die Reise hin. Das ist beabsichtigt. Eine einheitliche EU-Armee, und wenn irgendjemand ausschert, wenn irgendein ein einzelnes Land sagt oder ein Teil von einem Land sagt, wir haben genug von der Ausbeutung, wir haben genug von all dem, aus freiem Willen entschließen wir uns jetzt zu irgendwas anderem, dann macht es irgendwo Boom oder auch nicht und dann kommen auf einmal die Drohnen, die Kampfdrohnen und die Panzer angerollt und stellen wieder Recht und Ordnung her. Jetzt heißt es hier noch in dem Bericht über Drohnen in der EU. Es heißt, die Israelis und die Amerikaner sind uns weit voraus. Die Hersteller in diesen Ländern haben viel, viel mehr getan in den letzten Jahren. Wir Europäer sind nicht im Moment noch nicht so ganz konkurrenzfähig. Man möchte insbesondere Drohnen mit langer Reichweite, Long Endurance, und diese Drohnen mit langer Reichweite werden dann den halben Weltmarkt darstellen am Ende des Jahrzehnts.
Man wird also verdoppeln, was man im Moment ausgibt für Drohnen. Und wir hatten vor kurzem auf Infokrieg einen sehr, sehr spannenden Artikel. Ich hatte ihn jetzt vor der Sendung nicht geladen. Hoffe, ich finde ihn jetzt hier auf Anhieb. Es ging um ein System, das man im Irakkrieg ausgetestet hat und im Afghanistankrieg. Seitens der USA und NATO selbstverständlich. Es ist ein System, das funktioniert mit Satelliten, mit Drohnen und man kann hier alle möglichen Leute verfolgen. Also die Drohnen fliegen die ganze Zeit die Gebiete ab und der Computer soll dann den Bedienern sagen, wo jemand sich gerade befindet. Das System teilt dann die Menschen ein in rote Pünktchen und blaue Pünktchen. Blaue Pünktchen sind all diejenigen, die für das System arbeiten, für die USA, für das Militär oder was auch immer und ihre Partner. Und alle anderen sind pauschal rot. Also sowohl Terroristen, Feinde, militärische Feinde, als auch Zivilisten, alle rot. Ich suche gerade in einer Suchmaschine. Es hieß nicht Blue Code, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann. Es war in unseren Archiven auf infokrieg.tv und dieses System möchte man einsetzen, eben auch in den Vereinigten Staaten. Sie erraten es sicher zum Heimatschutz. Also jeder, der für die Regierung arbeitet oder in irgendeiner Form dem Regime dient, soll dann eine blaue Designation bekommen und jeder, der sich etwas zu Schulden kommen lässt, verliert natürlich seinen blauen Status. Wer also den Befehlen nicht folgt, verliert seinen blauen Status. Und jeder Normalbürger ist rot. Und jede Polizei, alle sehen dann sofort auf den ersten Blick, aha, sie sind also ein Roter. Sie sind potenziell gefährlich, sie kann man notfalls behandeln wie Dreck. Das macht überhaupt nichts aus. Wir haben auch eine Story, grüne Pochen auf Datenschutz bei Drohneneinsätzen. Verkehrsministerium will Bedenken offenbar berücksichtigen, wie AFP. Scrollen wir das weiter runter. Also das möchte man letztendlich umsetzen in den USA, im Heimatland. Man hat es als Kriegssystem ausgetestet, jetzt will man das gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Stellen Sie sich vor, jeder Streifenpolizist sieht sofort, aha, Sie sind ein Roter. Man könnte dann, also stellen Sie sich vor, irgendwelche Bürokraten sitzen dann wie Zeus in ihrem Sessel und haben dann den totalen Überblick, das allsehende Auge, Total Information Awareness, die totale Informationserfassung. Und so wie Zeus, der Blitzeschleuderer, kann man dann sagen, der Typ, fort mit ihm und dann jemand, der für den Entscheider arbeitet, drückt dann ein paar Knöpfe und schon schwärmt die Drohne aus. Und schießt derjenigen Person eine Hellfire-Rakete hinterher. Stellen Sie sich diese Zukunft vor, meine Damen und Herren. Nein, das ist kein Schwarzenegger-Sci-Fi-Film aus den 80er Jahren. Das ist der Stand der Technologie, beziehungsweise das, was man im größeren Stil umsetzen möchte. Und dann geht es hier in diesem EU-Dokument über Drohnen weiter. Ja, wie können wir mehr Geld bekommen für Research and Development, Forschung, Entwicklungen. Und dann geht es weiter. Drohnen für zivilen Gebrauch. Und hier wird es sehr, sehr lustig. Man möchte es den Leuten schmackhaft machen. Ganz gewöhnlichen Leuten wie Ihnen und mir. Das heißt, man könnte zivile Drohnen einsetzen für die Beobachtung von Farmen. Wenn man Farmen beobachten möchte, die Ernte und so weiter und so fort, das ist doch nett. Wenn man Gelände kartografieren möchte, wenn man Güter transportieren möchte. Es wird erwartet, so heißt es hier in diesem EU-Dokument, dass ein kommerzieller Markt sehr, sehr schnell entwickelt werden kann. Stellen Sie sich vor, wie das dann aussieht. Es wird dann vielleicht in ein paar wenigen Jahren soweit sein, dass es heißt, oh, ich habe gerade eben meine neuen Schuhe bestellt. Hier haben wir es, US-Behörden wollen mit Kriegsrecht und Hightech
auf Wirtschaftskollaps reagieren. Story via Infowars bei uns auf infokrieg.tv. Stellen Sie sich vor, ich habe mir gerade eben die neuen Schuhe bestellt, die neuen hippen Schuhe. Und nach 3 Stunden waren sie bereits hier. Also man braucht nicht mehr, wenn man etwas von weiter weg bestellt, dass der Artikel dann verladen wird in Fahrzeuge und die fahren das dann zum Flughafen. Eine große Maschine muss erst vollgepackt sein, bis sie losfliegt und dann das Ganze wieder rückwärts, bis es dann letztendlich vor ihrer Haustür ist. Nein. In der Zukunft bestellen sie etwas und eine Mini-Drohne wird das in kürzester Zeit liefern, vielleicht sogar in ihren Garten. Oh, ich bin ganz hip. Ich habe jetzt einen Mini-Heliport in meinem Garten. Oh, bin ich nicht sexy. Also so ein rundes Ding. Vielleicht so 1,20 Meter Durchmesser oder 1,50 Meter. Mit einem großen leuchtenden Haar drauf. Und 1, 2 Lampen. Ah, ist das nicht sexy? Ich kann mir die Drohne, es gibt ja nicht nur die großen Drohnen, die ein Rollfeld brauchen. Landebahn, Startbahn. Sondern es gibt auch die Kopter, Senkrechtstarter. Das wird mir direkt in meinen Heliport geliefert. Ah, ist das nicht sexy? Und auf der anderen Seite, natürlich, die Zukunft ist hier. Die Technik schreitet voran. Was ist so schlimm per se daran, wenn jetzt die Möglichkeiten bestehen für Drohnen, dass Leute zivil das benutzen? Klar, man darf sich da nicht per pauschale Technologie widersetzen. Man sieht hier, man will alles vermanschen, man will alles vermischen. Den militärischen Aspekt, den kommerziellen Aspekt, den hippen Aspekt, den polizeilichen Aspekt. Und Leute sollen denken, oh, es ist hip, es ist cool, es macht Arbeitsplätze, also macht nur, was ihr da gerade macht. Wir wollen einen einheitlichen EU-Luftraum, wir wollen, dass endlich der Flugverkehr auch die Drohnen mit aufnimmt, dass das alles so gemanagt wird. Drohnen für Sicherheit, Umwelt und Krisen. Die Drohnen können die Grenzen bewachen, auch das will man längst umsetzen. Drogenschmuggel aufdecken, theoretisch könnte man mit Drohnen auch den Drogenhandel begünstigen. Also nicht nur könnten Drohnen selber Drogen transportieren. Ich meine, wer kann eine Drohne in der Luft aufhalten und mal schnell kontrollieren? Das geht nicht so wie auf der Straße oder in Schiffen. Wer kann schon eine Drohne aufhalten, die ein offizielles Siegel hat oder irgendwie eine offizielle Designation hat? Des Weiteren könnten Drohnen auch benutzt werden, um aufzuklären, wo befinden sich Grenzkontrolleure, wo kann man hier nicht so leicht schmuggeln. Man sagt schon lange, man könnte den großen Drogenhandel eigentlich sehr, sehr schnell ausschalten. Das passiert aber aus irgendeinem Grund nicht. Dann könnten Drohnen illegale Immigration aufhalten. Ja, von wegen. In der Europäischen Union, man benutzt ja die Immigration als politischen Rambock, um die Agenda voranzutreiben, neue Weltordnung, Nationalstaaten zu schwächen. Man will mit Drohnen Rettungspakete schicken an Schiffbrüchige. Die Drohnen sollen irgendwann neben regulären Flugzeugen, Linienflugzeugen nebenher fliegen, so als zusätzlicher Schutz oder wie auch immer. Die Präsentation muss ein gewisses Niveau haben. Man will also den Leuten dann in den Medien selbstverständlich erklären, ist das nicht wundervoll, hier ist ein Schiff abgesoffen, hier kamen sofort die Drohnen, haben diese selbst aufblasbaren Rettungsboote runtergeworfen, niemand kam zu Tode, oh danke, danke Drohnen. Dann spricht man hier noch einen kurzen Absatz über militärische Einsatzzwecke. Militärische Drohnen wurden vor langen Jahren schon entwickelt für Überwachung und Aufklärung. Was man jetzt hier überhaupt nicht erwähnt, sind die Tötungsmissionen wie in Pakistan, die amerikanischen Drohnen, die Global Hawks und so weiter, töten ja am laufenden Band Leute. Pakistanis waren so sauer, dass sie das Ganze erstmal beendet hatten. Hellfire-Raketen. Und es gibt natürlich auch unbemannte Bodeneinheiten, Kampfroboter, vierbeinige Roboter, die so flüssig laufen können wie ein Lebewesen. Wir haben die Videos gezeigt, dann kriegt dieses Viech oder dieser Roboter kriegt einen Tritt in die Seite
Und er kann immer noch, er kann sich wieder ins Gleichgewicht bringen und läuft weiter. Und diese Robohunde, diese Robodogs sollen dann in Rudeln irgendwann jagen können. Dafür gab es Ausschreibungen für Verträge des Pentagons. Also sowohl in der Luft als auch zu Land. Und dann gibt es noch die ganz kleinen Drohnen, die Mikrodrohnen mit Sprengstoff, Switchblade und ähnliche Programme. Und die sollen dann auch jeden ausschalten können in kürzester Zeit. Also wieder mal der Zeus-Bürokrat, der allmächtige Gott-Bürokrat, der dann sagen kann, stirb, stirb. Und dann passiert das Ganze vollautomatisch. Also militärische Drohnen fliegen in speziell abgeschirmtem, abgetrenntem Luftraum. Aber wir wollen einen einheitlichen Luftraum haben für alles. Es gibt Drohnen, die so groß sind wie ein Airbus A320 und es gibt Mikrodrohnen, auch die ganz kleinen, auch tödliche Drohnen. Sehr winzig. So groß wie ein Insekt. Stellen Sie sich vor, was eine Regierung damit alles treiben könnte. Oder Hacker. Und wir wollen Forschungsgelder, heißt es hier, also Steuergelder, ihr und mein Geld, meine Damen und Herren, denn die Industrie wird nicht in einen Markt investieren. Die Industrie wird nicht in einen Markt investieren, wo es noch keine einheitlichen Regulationen gibt. Und die Kunden noch nicht so ganz klar sind, wer jetzt Kunde sein wird, für was genau. Das können Sie ja alles nachlesen. European Defense Agency, European Commission, UAS Panel. Zeigen das Ganze nochmal vielleicht etwas größer. Und hier haben wir noch eine Story via stevewatsonprisonplanet.com. Das war nicht der Bericht. Neues Gesetz macht den Weg frei. Könnte sehr, sehr gut den Weg frei machen für bis zu 30.000 Überwachungsdrohnen im amerikanischen Luftraum in den nächsten 10 Jahren. 30.000. Das ist eine Schätzung der FAA, also die Flugsicherheitsbehörde in den USA. Ein Gesetz ging durch den Kongress diese Woche. Wurde verabschiedet. Jetzt muss Obama das Ganze unterzeichnen. Der FAA Reauthorization Act. Also genau das Gleiche, was sie hier in Europa machen wollen. Sie wollen diese Dauererlaubnis, diese Blanko-Erlaubnis. Bislang braucht es ja in Europa und in Deutschland immer eine Sondergenehmigung. Ja, darf die Polizei jetzt hier eine Drohne einsetzen oder nicht? Es soll also vereinheitlicht werden. Blanko-Erlaubnis. Soll alles beschleunigt werden und die American Civil Liberties Union, eine Menschenrechtsorganisation, Bürgerrechtsorganisation, warnte, das ist ein Albtraum für die Privatsphäre der Menschen. Nichts in dem Gesetz, nichts in diesem Gesetz, und das ist bestimmt wieder hunderte Seiten lang, beschäftigt sich mit dem Privatsphärenproblem, sagte Jay Stanley von der ACLU. Und auch die Electronic Frontier Foundation, auch eine Bürgerrechtsorganisation mit Schwerpunkt digitaler Welt, schloss sich der Kritik an, sagte, das Gesetz hat sehr, sehr starke Auswirkungen auf das Thema Spionage durch die Regierung. Total Information Awareness. Man wollte sogar eine Behörde schaffen mit einem Logo, mit dem allsehenden Auge auf der Pyramide. Und dieses allsehende Auge auf der Pyramide strahlt dann auf die Welt. Das war das offiziell vorgeschlagene Logo für diese Superbehörde in den USA. Total Information Awareness war die Bezeichnung. Also die totale Informationserfassung, quasi Totalitarismus. Und hier eine Story via AFP vom 20. Januar diesen Jahres. Grüne pochen auf Datenschutz bei Drohneneinsätzen. Es geht um eine geplante Änderung des Luftverkehrsgesetzes, womit der Einsatz von Drohnen geregelt werden soll. Die Vorlage des Verkehrsministeriums sieht vor, auch unbemannte Luftfahrtsysteme als Luftfahrzeuge anzuerkennen. Dies ist nach Ministeriumsangaben allerdings nur ein erster Schritt in einem möglichen mehrstufigen Verfahren zur Zulassung von Drohnen im Luftverkehr. Derzeit ist deren Einsatz nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Die nun vom Ministerium signalisierte Bereitschaft, dem Datenschutz stärker Rechnung zu tragen, begrüßen die Grünen als einen wichtigen Schritt, bla bla bla. Ist das nicht alles toll? Und der Elektronikhandel bietet immer mehr Drohnen auch für den ganz normalen Bürger. Das Bundesverkehrsministerium erklärte noch,
Derzeit seien die Voraussetzungen für eine uneingeschränkte Anerkennung und Zulassung der Geräte im deutschen Luftrecht nicht erfüllt. Die Gesetzesänderung werde zudem in jedem Fall vom Bundestag beraten, teilte das Ministerium weiter mit. Ja, aber die Europäische Kommission bestimmt sowieso alles und der Bundestag soll gefälligst abnicken, sonst setzt es was. Hier haben wir eine Story. US-Behörden wollen mit Kriegsrecht und Hightech auf Wirtschaftskollaps reagieren. Das ist auch so ein Einsatzzweck, den man sich vielleicht vorstellen kann in Europa. Hier sehen Sie die Grafik. Hier unten die Monitore, für die, die es uns jetzt zuschauen. Wir vergrößern das Ganze etwas. Dieses Schaubild hier. Unten sehen wir die Monitore und einen Computer. Das ist das Operational Center. Und das Operationszentrum ist verbunden über verschiedene Zwischenstellen mit einem Satelliten. Das heißt hier Iridium Ground Station. Und diese Satellitenschüssel ist verbunden mit den Satelliten. Und die Satelliten senden dann Signal an Fahrzeuge, mobile Kommandoposten, Helikopter und diverse Basen. Und jetzt stellen Sie sich in diesem Schaubild vor noch die einzelnen Drohnen, die ähnliche Aufgaben übernehmen. Es heißt hier, Blue Force-System aus dem Irakkrieg soll in den USA zum Einsatz kommen. Neue Dokumente der amerikanischen Katastrophenschutzbehörde FEMA beschreiben besorgniserregende Maßnahmen, mit denen sich die Regierung abseits der Bankenrettungen und des öffentlich vorgetragenen Zweckoptimismus auf einen Kollaps der Wirtschaft vorbereitet. Das Mantra lautet Continuity of Government. Der Begriff steht für eine funktionsfähige Regierung, auch im Ausnahmezustand, und er beinhaltet zahlreiche radikale Elemente, die die amerikanischen Gründerväter nicht einmal unter existenzbedrohenden Zuständen erwogen hätten. Das ist ganz, ganz wichtig. Lebten die Bürger damals noch überwiegend auf dem Land, waren in hohem Maße autark, robust und mit der Gewissheit ausgestattet, dass die Regierung eben nicht der Staat ist, droht heute ausgerechnet in den großen und übergroßen Städten, den Vorzeigeobjekten der Zivilisation, am ehesten der Zusammenbruch der Zivilisation. Die grundsätzlichsten Bedrohungen für Leib und Leben von einst waren die Briten, die Elemente und das eigene Versagen. Heute sind die Bedrohungen Al-Qaida, die private Zentralbank Federal Reserve und die sozialistische Staatsgläubigkeit, laut der Bürokraten die Sonne aufgehen und das Gras wachsen lassen. Thomas Jefferson erklärte, Banken sind eine größere Gefahr für die Freiheit als feindliche Armeen. Heute käme man mit solchen Aussagen wohl in das Fahndungsraster des Heimatschutzes. Die Liste der akuten Bedrohungen ist lang und gruselig. Bankruns, Hyperinflation, Massenpleiten, Unterversorgung mit Nahrung, Überforderung der Polizei, Plünderungen. Die US-Bundesregierung, die in ihrer Aufgabe völlig versagt hat, die Freiheiten der Menschen zu beschützen vor Banken, privaten, sektenartigen Zentralbanken und multinationalen Konzernen jenseits jeder Legalität, präsentiert sich ironischerweise als Lösung des Dilemmas und hat einen gut gefüllten Werkzeugkasten. Dann geht es hier um streng geheime Notstandsgesetze, Drills für Massenverhaftungen wie Rex 84. Hier sehen wir ein Bild, FEMA National Shelter System. Ah, was für ein nettes Logo. Wenn mal irgendwas schief geht und Millionen Bürger brauchen eine Unterkunft, gibt es die großen FEMA-Zentren. Meine Damen und Herren, es handelt sich um Internierungslager. Okay. Und es gibt immer mehr davon in den USA. Sie können Millionen Bürger aufnehmen oder wen auch immer. Man kann Leute relokalisieren, also man verhaftet die Leute mehr oder weniger weg und schiebt sie dann in den nächsten, pfercht sie in das nächste Zaungefängnis am nächsten großen Flughafen und von dort werden sie dann verladen auf Busse und Flugzeuge und dann bringt man sie in die nächstgrößere Verteilerstelle oder gleich ins Lager. Nun zeigen aktuelle Dokumente der Katastrophenschutzbehörde Federal Emergency Management Agency, FEMA, dass man ein im Irakkrieg getestetes militärisches System zum Verfolgen von Freund und Feind in Echtzeit, das Blue Force Situational Awareness, BFSA, auch zu Hause zu implementieren beabsichtigt. Dann gibt es hier bestimmte Dateien von einer Regierungswebseite, diese Dokumente erläutern, dass das Militärpersonal, diverse Vertragspartner und die Beamten der Bundesbehörden identifizierende Dienstmarken mit einem Transponder-Signal tragen würden, die ihren blauen Status ausweisen. Quellen aus dem Militär betonen, dass unter dem Blue Force-System alle gewöhnlichen Bürger automatisch in der Kategorie Rot landen und als feindlich oder potenziell gefährlich gelten. Unbemannte Drohnen und weitere Hightech-Werkzeuge sollen bildhaft gesprochen in Echtzeit einen Ameisenhaufen überwachen und alles der jeweiligen Kaste zuordnen. Hier sehen Sie Screenshots des FEMA-Dokumentes.
Seit 2003 setzte man Blue Force im Irak und Afghanistan ein, um rasch Freund von Feind zu unterscheiden und so das Friendly Fire, das versehentliche Eliminieren von eigenen Truppen oder Verbündeten, zu verringern. Weitere von FEMA für die Heimat vorgesehene Systeme im Ausnahmezustand sind Geospatial Information Systems, GIS, sowie Continuity Analysis and the Command Control Communications and Computing C4 Operations. Und dann geht es hier noch um das Integrated Public Alert and Warning System. Es darf unter einer Executive Order für die Bundesregierung sämtliche Kommunikationskanäle übernehmen, vornehmlich um Warnungen auszustrahlen, Steckbriefe von Gefährdern zu verteilen oder den Weg zu weisen zum nächsten Notfallinternierungslager. Und wenn es Sie jetzt noch nicht gruselt, dann haben Sie es wohl nicht so ganz verstanden. Also, seien Sie sich folgendem bewusst, diese Sachen sind unterwegs, diese Entwicklungen sind äußerst, äußerst ernst zu nehmen und Sie haben nicht mehr allzu viel Zeit, sich vorzubereiten und auch möglichst viel Opposition zu entwickeln gegen die Auswüchse von dem Ganzen. Es wird genauso sein wie bei Handys, Smartphones und Computern, auch das stand in diesem EU-Bericht, aus dem ich vorhin zitiert habe. Es heißt, wenn man zwischen den Zeilen liest, es wird hip und trendy werden, genauso wie die überwachenden Smartphones. Man trägt ständig eine Wanze mit sich rum, einen Tracker, einen GPS-Tracker, man kann verfolgen, welche Seiten sie besuchen, welche Sachen sie schreiben, mit wem sie zu tun haben. Also all die Dinge, mit denen man große Probleme hat auf dem Rechtsweg. Was gab es nicht alles für Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung oder ähnliche Dinge? Oder man muss schon ein Straftäter sein, damit einem ein GPS-Fußband umgelegt wird, damit die Regierung einen verfolgen kann. Mit Smartphones ist das alles hip geworden und wir machen das freiwillig. Und mit den Drohnen wird es auch so sein. Wir werden die Drohnen lieben. Zumindest einige von uns werden Drohnen lieben. Und wenn es dann soweit ist, dass es keine richtigen Medien mehr gibt, die darauf hinweisen, was passiert, oder wenn es kein absolutes Folterverbot mehr gibt, dann passiert ganz einfach Folgendes. Das läuft immer so im Laufe der Menschheitsgeschichte und überall auf der Welt. Diejenigen, die den blauen Status haben, fühlen sich auf wie ein Demigott. Und jeder, der den roten Status hat, hat den Status einer Ameise. Also jemand, der für die Polizei arbeitet, wird zwar auch nicht sonderlich alt werden, wird genauso vergiftet werden wie alle anderen auch. Jemand, der als Gefängniswärter arbeitet, wird auch wie Dreck behandelt werden von oben. Aber immerhin hat er einen gewissen minimalen Lebensstandard und er darf andere Leute wie Dreck behandeln. Also das wird den meisten Gefängniswärtern und Polizisten dann genug sein. Und ihr Kopf ist voller Propaganda, also glauben sie, alles ist wertvoll und wichtig, was sie da tun. Es wird ja nicht so sein, wie es immer uns immer vorgemacht wird. Oh, wir werden nur foltern in ganz wenigen Sonderfällen. Wenn wir wissen, die Person hat jene Informationen, dann werden wir das unter maximaler Transparenz vielleicht einsetzen. Wenn eine Bombe tickt irgendwo, dann werden wir diese Werkzeuge einsetzen. Nö, das ist wie in jedem Hinterloch irgendwo auf der Welt. Wenn Sie nicht Macht haben, wenn Sie nicht im blauen Team sind, wenn Sie nicht wenigstens ein Freimaurer sind oder mehr Geld haben und Leute kennen und Connections haben, wenn Sie nicht wenigstens ein unterer Insider sind, dann werden Sie wahllos, willkürlich verprügelt werden. Das heißt, man kann Sie dann verhaften, einfach aus blanker Willkür, und Sie werden dann erstmal verprügelt und dann lässt man Sie verletzt erstmal ein paar Stunden lang in unbequemen Positionen liegen oder sitzen. Wenn Sie dann in dem jeweiligen Polizeidezernat ankommen, wird man Sie erstmal, weil man das mit jedem so macht, der neu reinkommt, wird man Sie erstmal richtig vermöbeln und dann in Ihre stinkende Zelle schmeißen, wo überall Fäkalien auf den Wänden kleben. Und jemand, der ein Insider ist, der zeigt dann einfach seine Marke, oder der Polizist kann das auslesen. Ah, Sie sind ein Blauer. Haben Sie noch einen schönen Tag. Unglaublich. Unglaublich. Kommen wir zu ein paar Hinweisen in eigener Sache. Wir haben hier einen interessanten Artikel von The Examiner. FEMA, die Katastrophenschutzbehörde in den USA, bestellt für 1 Milliarde US-Dollar super dehydrierte Langzeitnahrung.
Die Zeitung Beaufort Observer berichtete, das Ganze ist rund ein Jahr alt, berichtete, einer der landesweit größten Lieferanten von Langzeitnahrung, einer der größten Hersteller, hat jetzt beliefert keine Kunden mehr, außer die Regierung. Nicht wegen der, weil die Wirtschaft schlecht ist, nicht weil das Zeug nicht gekauft wird, nein. Dieser Industrieführer, also jemand, der wirklich an der Spitze steht, dieser Industrie, die Herstellung von Langzeitnahrung, dieser Hersteller bezieht sich jetzt nur noch, konzentriert sich jetzt nur noch auf den Großkunden, die Regierung. Weil die Regierung will so viel Zeug haben, dass man einfach nicht mehr herstellen kann, um andere Kunden noch zu bedienen. FEMA forderte, veröffentlichte ein Request for Proposal, RFP. Genügend Mahlzeiten, Kompaktmahlzeiten für 10 Tage für 14 Millionen Menschen. 420 Millionen Mahlzeiten. Normalerweise verfügt FEMA über ein Lager von nur 6 Millionen Mahlzeiten. Man spekuliert hier, will man hier eine Art Arche Noah bauen? Die Frage ist, für wen sind denn diese Nahrungsvorräte? Für die Bevölkerung oder für die Regierung? Hier, Homeland Security. Warum bunkert der US-Heimatschutz wie verrückt lagefähige Nahrung? Independence News Reporter Gregor Daytrich berichtet hier, er machte ein Telefoninterview mit Sharon Billier vom Department of Homeland Security. Man hat hier ganze, also Lagerhallen, hier so ein Foto davon, ganze Lagerhallen, Lagerhallen und noch mehr Lagerhallen voller Kompaktnahrung. Man hat auch schon mal in Spiegel TV gezeigt, was in Deutschland so gibt. Es sind auch so große Hallen, aber da liegt nacktes Getreide rum. Und das ist dann so unglaublich hoch in diesen Gefäßen oder was auch immer. Also die Leute laufen da oben drauf rum und testen ab und zu mal, ob nichts verschimmelt ist. Und dann sagen sie, naja, da könnte man im Notfall dann so und so viel Semmeln draus machen. Ich würde gerne wissen in Deutschland, was die Behörden denn bunkern und lagern an richtigen Mahlzeiten, kompletten Mahlzeiten, okay? Wie viel und in welcher Qualität? Ich will gar nicht wissen, wo es liegt, es muss ja geheim bleiben anscheinend. Aber ich möchte doch gerne wissen, was unsere Regierung so alles tut. Wenn Sie nicht darauf wetten wollen, dass die Regierung Ihnen sonderlich viel abgibt, denn wer wird als erstes versorgt? Die Beamten, die Verwalter, die Polizisten, die Militärs. Die blauen Pünktchen und Sie sind ein roter, also haben Sie das Nachsehen. Wenn Sie sich nicht darauf verlassen wollen, dann kann ich Ihnen nur raten, decken Sie sich ein bei uns im Infokrieg-Shop. Die Sachen, die wir anbieten, soweit ich das sehen konnte, die Sachen, die wir anbieten, erfüllen auch häufig militärische Anforderungen. Sie finden den Shop unter shop.infokrieg.tv, ganz leicht zu merken, shop.infokrieg.tv. Oder Sie besuchen einfach den Shop über einen der Werbebanner auf unserer Hauptnachrichtenseite infokrieg.tv und schon landen Sie hier. Die Startseite, links finden Sie die einzelnen Kategorien und Unterkategorien, die sich öffnen. Sie gehen hier auf Krisenvorsorge. Und dann auf Langzeit-Lebensmittel. Dann können Sie hier die verschiedenen weiteren Kategorien aufmachen. Machen hier gerade mal mehrere auf und finden dann das Passende. Die offizielle Stempelung und diese Sachen werden immer brandneu produziert. Also die lagern jetzt nicht schon irgendwie Monate oder Jahre irgendwo bei uns oder beim Hersteller. Nein, die werden immer sehr, sehr aktuell produziert. Wir haben nicht alles auf Lager, längst nicht alles auf Lager, aber wir sind eben immer dicht dran und wir können immer Druck ausüben auf den Lieferanten und schauen, dass die Lieferzeiten möglichst gering bleiben, denn Regierungen kaufen das Zeug weg wie verrückt. Es gibt eben immer noch Produzenten, Hersteller, die gesagt haben, nein, wir wollen die Kunden beliefern, die nicht von der Regierung sind. Wir wollen andere Händler beliefern, so wie uns, oder wir sind zwar nicht die Größten, aber nichtsdestotrotz. Viele Hersteller hätten gesagt, wir machen nur noch für die Regierung. Die Regierung gibt uns riesige Aufträge. Das ist sicher garantiert, die nehmen uns das Zeug immer ab. Wunderbar, wir beliefern niemanden mehr sonst. Und der zivile Markt, Sie und ich, meine Damen und Herren, schauen ins Leere.
Hier sehen wir unter anderem das Dinkel-Paket. Circa 10 Kilo. Und das ist offiziell 10 Jahre haltbar. Inoffiziell schätzen, spekulieren Leute auf 20 Jahre, 25 Jahre Haltbarkeit. Sie brauchen sich also nicht Sorgen machen, dass das Zeug schlecht wird. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass es um die Zubereitung und so weiter und so fort. Hier das Fleischgerichte-Paket. Die 10 Liter Großdosen, Energy 5, Kompaktweizenriegel, auch das, NGOs, Regierungen bestellen das Zeug wie verrückt. Das ist, glaube ich, von einem deutschen Hersteller. Das ist quasi, glaube ich, baugleich mit BP5. BP5 stammt aus Norwegen. Das ist das deutsche Produkt. Wir können es hier zu einem sehr, sehr guten Preis anbieten. 129 Euro der Karton, 24 mal 500 Gramm. Ultra kompakt, alles drin, was der Mensch braucht. Man kann Brot draus machen, wenn man es zerkrümelt. Man kann Babynahrung draus machen. Unglaublich robust, unglaublich kompakt. Man kann es auch im Winter Einzelpackungen entnehmen aus dem Karton und sie im Auto lassen, falls man im Auto stecken bleibt und auf den ADAC warten muss, was im Moment immer länger und länger dauert. Der ADAC kommt kaum noch hinterher. Man hat also dann, glaube ich, eine Packung sind 2000 Kalorien oder so. Man hat also genügend Kalorien und es ist alles drin, was der Mensch braucht. Bis auf Wasser natürlich. Es ist sehr, sehr clever ausgewählt. Es ist also nicht nur Weizen drin. Und das haben wir hier in einer weiteren Kategorie, das 360-Tage-Paket, also was immer mehr Leute machen ist, sie schließen sich zusammen und sagen, wir legen Geld zusammen, bestellen ein 360-Tage-Paket und teilen dann das 360-Tage-Paket untereinander auf, so kann man nochmal mehr Geld sparen. Also wer uns jetzt anfragen will wegen irgendwelchen Rabatten oder irgendwelchen Sonderlösungen, der kann uns gerne anschreiben an kundenservice@infokrieg.tv, kundenservice@infokrieg.tv oder einfach an shop@infokrieg.tv, ganz leicht zu merken, shop@infokrieg.tv. Hier das 30-Tage-Paket vegetarisch. Unglaublich hohe Qualität. Es gibt günstigere Lösungen und man kann es auch mischen. Man kauft sich dann zum Beispiel solche Sachen hier, die Premium-Sachen, die den höchsten Anforderungen genügen, den allerhöchsten. Und man kann es auch mischen dann mit günstigeren Artikeln. Die Frage ist halt immer bei den anderen, die Haltbarkeit, kommen dann irgendwann vielleicht Mäuse dran im Keller oder im Dachboden oder andere Insekten und so weiter und so fort. Wie ist die Qualität in 2 Jahren? Sind die Dosen innen beschichtet mit diesem gummiartigen, Bisphenol A-haltigen Zeugs und. Hier das 90-Tage-Paket mit Fleischgerichten. Die Preise sind etwas gestiegen, das liegt ganz einfach daran, weil die Rohstoffkosten gestiegen sind enorm. Es wird gekauft auf dem Markt, was das Zeug hält. Commodities, meine Damen und Herren. Mehr wert als viele andere Dinge. Das könnte mehr wert werden als Gold oder sonst irgendwas. Betrachten Sie es auch als Investment. In der Krise, wenn Sie es nicht brauchen, wenn Sie anderweitig versorgen können, und wir haben auch im Infokrieg-Shop Bücher über Selbstversorgung, betrachten Sie es als Investment. Diese Sachen können im Wert möglicherweise sehr hoch steigen und Sie können es dann eintauschen gegen andere Sachen, die Sie brauchen. Oder Sie können es eintauschen gegen bares Geld. Es ist unglaublich kompakt. Es können Leute sehr, sehr leicht tragen. Einzelpersonen können diese Sachen leicht tragen. Sie sparen Platz in ihrem Auto, in ihrem Keller, sonst irgendwo. Mit anderen Lebensmitteln hätten Sie bis zu 5-faches Volumen, bis zu 8-faches Volumen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wo man das unterkriegen soll. Und denken Sie nach, in einer Krisensituation, wenn Ihr Arbeitsplatz wegfällt, wenn die Versorgungskette zusammenbricht auf dem Markt, wenn die Supermärkte leer sind, solange Sie genügend Nahrung haben, solange Sie genug Trinkwasser haben oder erzeugen können, wir haben auch Wasserfilter im Infokrieg-Shop, dann haben Sie eine lebenswichtige Sorge weniger. Sie kommen ohne Job aus. Sie können eine Zeit ohne regulären Arbeitsplatz überbrücken. Sie können eine Zeit mit strengsten Versorgungsengpässen überbrücken. Sie sind nicht darauf angewiesen, in der Krise Stunden täglich damit zu verbringen, auf dem Schwarzmarkt hin und her zu jagen, um irgendwas zu finden, was vielleicht gar nicht qualitativ ist, was vielleicht vergiftet ist oder verschimmelt ist oder wie auch immer. Die meisten Leute sind nicht mehr in der Lage, Lebensmittel zu prüfen, zu testen, bevor man sie kauft. Man geht einfach davon aus, es ist sicher. Also hier können Sie sicher sein, selbstverständlich bei diesen Premium-Langzeitnahrungsmitteln. Aber in der Krise, wenn Sie dann irgendwas Zwielichtiges kaufen, das kann Sie
krank machen. Und in der Krise, wenn die Krankenhäuser eh überfüllt sind, ist das lebensbedrohlich. Hier sehen Sie die Grundnahrungsmittel, verschiedene Grundnahrungsmittelpakete, Paket 2, 3 und so weiter. Sie können das jeweils noch genauer ansehen, wenn Sie auf den Artikel klicken. Wir haben die genauen Inhaltsangaben. Hier nochmal Energy 5 und so weiter und so fort. Alles bei uns im Infokrieg-Shop. Beugen Sie vor, solange Sie können. Das ist das, was auch ich tue. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ständig neue Pakete hinausgehen. Der Versand, einen Online-Versand zu betreiben, ist auch ein sehr, sehr großer Arbeitsaufwand für uns. Ich meine, wir finanzieren dadurch unsere Medienarbeit, denn mit Medienarbeit alleine könnte sich selbst nicht finanzieren. Das ist die traurige Wahrheit. Ganz egal, was man macht. Man könnte das alleine so nicht finanzieren, es sei denn, man hätte schon längst eine riesige, gewisse Größe überschritten. Wir müssen also zwei große Aufgaben erfüllen, aber wir sind froh, dass wir das machen können. Es sind nicht irgendwelche nutzlosen Sachen, die wir verkaufen, sondern Dinge von äußerster Wichtigkeit. Ich bin jedes Mal froh, wenn eine weitere Ladung Pakete rausgeht, denn ich weiß, unser Publikum sorgt vor, die Leute können in der Krise eben ihre Freiheit bewahren, ihre Handlungsfähigkeit bewahren. Okay, kommen wir zu den Zuschriften heute. Wir haben auch so viele News. Ich habe hier Artikel über die BBC und wie viel sie sich leiht von EU-Banken zu Superkonditionen und die BBC immer super soft. Wenn es um die Europäische Union geht, den Euro geht, selbst BBC-Leute haben zugegeben, ja, wir sind total links und soft bei der EU. Die UK Independence Party, Paul Nuttall hat gesagt, ja, BBC, es wird immer der Witz erzählt, BBC stünde für Brussels Broadcasting Corporation. Okay, jetzt schauen wir auf die Zuschriften heute Abend. Wir sind schon fast wieder bei einer Stunde Sendung angelangt. Hier schreibt uns Willi, lieber Alexander, ich möchte bitte wissen, wie sich das neue ACTA-Gesetz auf Infokrieg TV und im Weiteren auswirkt. Liebe Grüße von der SAR, alles Gute für die Zukunft, vielen Dank für eure Arbeit. Naja, also man verspricht ja Content-Producer und wir sind selbst ein Content-Producer. Wir produzieren eigene Inhalte. Und es wird halt Content-Producern, auch uns mehr oder weniger, angepriesen. Man könnte dadurch Raubkopierern beikommen. Also wenn Leute jetzt unsere Inhalte stehlen und verkaufen, könnten wir jetzt schnell und heftig dagegen vorgehen und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, wenn man Medien macht, dann muss man immer äußerst, äußerst genau sein. Wo kommen meine Nachrichten her? Was sind die verschiedenen Quellen? Jedes einzelne Foto. Man kann für ein einzelnes Foto abgemahnt werden. Und das kostet dann, was ich dann 1.000 Euro, 1.500 Euro für ein einzelnes Foto. Also Medien ist so ein Minenfeld juristisch. Es erfordert sehr, sehr viel Aufwand. Es ist sehr, sehr teuer. Und wie gesagt, Medien finanzieren sich alleine nicht. Es ist unglaublich schwierig und nervenaufreibend. Wie wirkt sich ACTA auf uns aus? Nun, ACTA ist ein riesiger bürokratischer Wust, bezieht sich auf Dinge, die schon existieren, Gesetze, will vereinheitlichen, harmonisieren. Die Gefahr ist, dass halt jemand sagen kann, oh, Infokrieg hätte irgendwas gepostet, wir nehmen euch jetzt vom Netz. Also erst schießen, dann fragen. Das heißt, jeder letztendlich ist in der Gefahr. Aber es zwingt uns dazu, noch mehr, noch besser aufzupassen. Es zwingt uns, Agenturmeldungen einzukaufen. Es zwingt uns, überall halt dazu zu lernen, wie man Dinge genauer macht und so weiter. Und es erfordert halt noch mehr Arbeit, es macht mehr Kosten. Und wie gesagt, für jeden Euro, den wir ausgeben, müssen wir das Vierfache ungefähr an Umsatz reinholen, weil wir halt eben Dinge erst einkaufen müssen. Wir müssen Dinge erst produzieren, bevor wir sie verkaufen. Und dann die ganzen Steuern, die wir zahlen müssen, das ist unglaublich. Also uns bleibt dann eben ein kleiner Rest übrig und von dem kleinen Rest müssen wir alles bezahlen, all unsere ganzen Ausgaben, übrigen Ausgaben. ACTA und so weiter zwingt uns einfach zu professionalisieren und so weiter und so fort und das kostet halt eben normal. Aber viele Leute ahnen das nicht, viele Leute wissen das nicht. Die denken, naja, ist doch das Internet, da kann man doch machen, was man will, man nimmt überall und dann macht man hier und da. Das ist überhaupt nicht so.
klar, wenn man ein kleiner Blogger ist mit wenigen, wenigen Lesern oder sowas, dann wird sich kaum jemand für dich interessieren, aber wem nützt ein Vince-Blog? Hier schreibt uns jemand mit freiheitlichen Grüßen. Edwin schickt uns: Ich habe das im Hintergrund mitbekommen, das, was du suchst. Ich denke, sofern ich es richtig mitbekommen habe, dass du die folgenden Artikel über den NDAA und NCP meinst. Ja, das Militär will jeden vom Fleck weg verhaften, unbegrenzt inhaftieren in den USA. Man sagt jetzt offen in den großen amerikanischen Zeitungen, das werden wir morgen vielleicht noch ansprechen, oder zumindest in einem Artikel behandeln auf InfoKrieg.tv. Man sagt in den großen Zeitungen, die Verfassung der Vereinigten Staaten ist outdated, ist veraltet. Man braucht sie nicht mehr und das ist Quatsch und man muss endlich was Moderneres finden. Im Klartext, man muss in die Vergangenheit zurück, ins Mittelalter oder halt eben andere Bereiche. Hier schreibt uns Johnny: Super Arbeit, prägnantes Format, sehr konkurrenzfähig, bitte weitermachen. Ein Kollege von mir ist ein altes Mitglied in der Piratenpartei, heißt es hier in der E-Mail. Nach mehreren Gesprächen mit ihm denke ich, dass das Establishment sich nicht die Mühe machen zu braucht, die Partei zu infiltrieren. Er selber bedeutete mir, dass die Partei keine klare politische Linie habe, beziehungsweise diese erst gesucht wird. Als ich ihn fragte, welche Stellung die Partei zum europäischen Stabilitätsmechanismus einnimmt, dem Euro-ESM-Schirm, da meinte er nur, Zitat: Ich weiß nicht so genau, Wirtschaft ist nicht so mein Ding. Ich sehe die Stärken der Partei eher in den Bereichen der Geschlechterrollen und Bürgerrechten. Ich denke, die PDV ist auf einem guten die Partei der Vernunft ist auf einem guten Weg und nach meinen Kenntnissen werden sie sich jetzt den Kampf gegen den Euro intensiver widmen, was, denke ich, auf ein großes Interesse in der Bevölkerung treffen wird. Ja, das denke ich auch. Die UK Independence Party in Großbritannien ist schon weiter. Man hat schon mehr Sitze errungen. Man ist im Europaparlament. Man hat die prägnante Stellung in den Medien. In den Umfragen in Großbritannien ist man teilweise schon zwischen 8% und 11%. Und auch eine libertär-freiheitliche Partei, die UKIP, UK Independence Party, hat uns sehr gefreut, der Erfolg. Schreibt uns jemand noch: Hallo Alex, muss wieder einmal loben zur gestrigen Sendung, wollte noch einen sehr wichtigen Punkt bezüglich Videospiele und Programmierung der User anbringen. Wenn man sich anschaut, wie nach 9/11 sogenannte Military Shooter inflationär veröffentlicht worden sind und wie viele Jugendliche und junge Erwachsene diese Spiele spielen, kann man ganz klar von einer Militarisierung der Gesellschaft sprechen. Militärische Präsenz oder Soldaten als solche werden als Helden präsentiert und die Ästhetik des Krieges wird in die Gehirne eingebrannt. Das, denke ich, ist schon der Fall. Viele, die Videogames zocken, sind wenige Jahre später mit 18, 19 in Kampfeinsätzen und stellen halt eben fest, um Gottes Willen, ich werde hier verheizt. Es gibt kein Quicksave, kein Quickload. Es macht überhaupt keinen Spaß. Es ist eben nicht dieser Actionfilm, der auf Schienen abläuft, sondern, ja, das haben auch Leute schon auf die Schippe genommen, man muss eben viel putzen, rumwarten, trainieren, üben. Und dann auf einmal bricht plötzlich die Hölle los. Ein Schießwechsel, ein Gefecht, man wird getroffen, man konnte großartig nichts wirklich tun, man ist getroffen, verliert sein Bein, wird nach Hause geschippt, entlassen, hat keine Zukunft mehr und kriegt vielleicht gerade nochmal ein Dankeschön. Also das ist so die Ästhetik, die man den Leuten hier aufdrängen will. Hier schreibt uns jemand: Hi Alex, nächster Punkt zum Entwaffnen der Bürger in Deutschland. Die bremische Bürgerschaft.de, bremische-bürgerschaft.de berichtet, man plant Einführung einer Waffenbesitzsteuer von 300 Euro je Waffe. Das haben wir auch schon in den USA probiert und anderswo in der Welt. Man macht es einfach immer teurer und bürokratischer, sodass jeder zwangsläufig irgendwann mal irgendeine Richtlinie missachtet und der Waffensafe ist nicht zu oder weiß der Geier was und schon kommt man in Teufels Küche. Hier via Skype heißt es: Hallo Alex, Stichwort Krisenvorsorge. Wir hatten bisher mehrere alte Tiefkühlschränke. 200 Watt Dauerlast, mein vielleicht 2000. Habe ich jetzt durch neue Tiefkühltruhen
Mit der Einstufung A dreifach plus 40 Watt kurzzeitig, Tatsache, ersetzt. Die sollen die Kälte mehrere Tage ohne Strom halten. Damit ist mein Stromverbrauch um mehr als die Hälfte gesunken. Die Truhe wird sich also spätestens nach 2 Jahren allein durch den eingesparten Strom amortisiert haben. Man beachte, wer noch dieses Jahr eine neue Tiefkühltruhe haben will, der sollte diese sofort bestellen. Liebherr soll je nach Modell mehrere Wochen längere Lieferzeiten haben. Viele Grüße, mach weiter so, sagt uns Markus. Danke für den Tipp. Ja, große Tiefkühltruhen. Sehr, sehr wichtig. Bei verderblichen Lebensmitteln, also die Sachen, die wir im Infokriegshop anbieten, die lagerfähigen Sachen, braucht man nicht gefrieren oder tiefkühlen. Allerdings immer sehr, sehr wichtig, wenn man Tiere erlegt oder Fleisch kauft von einem Bauernhof oder wie auch immer, sollte man in der Lage sein, es einzufrieren. Und das durchschnittliche Tiefkühlfach oben am Kühlschrank hat so ein Volumen, man kriegt da kaum was rein. Hier schreibt uns Markus noch, hallo Alex, eine Drohne wird im Zweifel keine Flugregeln einhalten können. Es wird also in Zukunft zu fatalen Zusammenstößen kommen. Dann will es niemand gewesen sein. Durchaus möglich. Hier schreibt uns noch Thomas. Facebook hat beim Löschen von Daten technische Probleme. Das räumte das Netzwerk vor kurzem ein. Immer wieder entdecken Nutzer, dass ihre eigentlich gelöschten Bilder nach wie vor online sind. Naja, und Facebook macht eine biometrische Erkennung von deinem Gesicht. Wenn ein Foto eingescannt wurde von Facebook, dann kann man dich immer tracken. Wenn du irgendwo in einem anderen Foto von jemand anderem zu sehen bist, kann das die Software dich theoretisch verfolgen. Dann schreibt er uns hier noch Top-Tipp auf YouTube. Gruppendynamik, geheime Gehirnwäsche. Ein aufklärender Vortrag. Der Titel Gruppendynamik, geheime Gehirnwäsche. Ein aufklärender Vortrag. Was verbirgt sich hinter dem schillernden Begriff Gruppendynamik? Welche Ziele verfolgt sie? Mit welchen Methoden arbeitet sie? Trägt sie zur Identitätsfindung bei oder zu ihrem Verlust? Der in einem Filmstudio aufgezeichnete Vortrag des Weltanschauungsexperten zeigt Risiken und Nebenwirkungen gruppendynamischer Sitzungen auf. Sollte sich jeder mal ansehen. Mir sind auch nochmal viele, viele Lichter aufgegangen. Zu den Drohnen. Ich habe mal wo gelesen, dass die USA 2011 mehr Piloten für Drohnen als für gewöhnliche Flugzeuge ausgebildet haben. Sehr gruselig. Hier schickt uns jemand einen Link. Brüssel will die Europäer länger arbeiten lassen. Wir haben auch einige aktuelle Nachrichten selbstverständlich auf infokrieg.tv. Unsere Seite, Hauptnachrichtenportal infokrieg.tv. Dann haben wir noch unsere Infokrieg Mediathek unter mediathek.infokrieg.tv. Sie können uns auch in der Mediathek unterstützen. Mit ein paar wenigen Euros pro Monat geht es los. Wenn Sie mehrere Monate buchen oder vielleicht ein ganzes Jahr, sparen Sie enorm. Sie können mit dem Abo unsere Medienarbeit komplett unterstützen und Sie sehen auch noch die Sendung live und als Aufzeichnung exklusiv in High Definition. 1,5 Mbit Übertragungsqualität, 720p, es sieht so gut aus. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Wir haben das ausführlich getestet. Das ist also mein Hinweis noch, die Infokrieg Mediathek unter mediathek.infokrieg.tv. Auf unserer Nachrichtenseite rund um die Uhr, oder fast rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, aktuelle Stories aus verschiedenen Bereichen. Sie können auch in der Navigationsleiste suchen nach dem jeweiligen Bereich, der Sie interessiert. Über die aktuelle Entwicklung der Neonazi-Ausschüsse. Man sagt einerseits, nun, wir wollen den nationalsozialistischen Untergrund, wir wollen herauskristallisieren, dass es sich um den militärischen Arm der NPD handle. Und andere Bürokraten sagen jetzt bei den Untersuchungen, nein, nein, das wird so nicht funktionieren. Man will ja mit dieser Argumentation ein Verbotsverfahren erwirken. Jetzt heißt es, nein, nein, es gab anscheinend keinen richtigen Kontakt angeblich zwischen V-Männern und dieser Terrorzelle, Zwickauer Zelle. Also es wird ein sehr, sehr spannender, wirrer Marathon werden mit den ganzen Untersuchungen. Presse, deutsche Netzbetreiber greifen auf Reservekraftwerke zurück. Energieengpässe in Deutschland, meine Damen und Herren.
Bundesinnenminister skizziert Zeitplan für NPD-Verbotsverfahren. Und hier nochmal ein Big, laut Oxford Research Group hätte ein israelischer Angriff gegen den Iran einen langen Krieg zur Folge. Und so weiter und so fort, die aktuellen Meldungen auf unserer Nachrichtenseite, auch hier unter der Rubrik Neue Weltordnung. Zeitung, laut Zeitung, EU-Kommission will Rentenalter in EU-Ländern erhöhen, also mit 70 dann in die Rente oder so ähnlich. Das sind die aktuellen Entwicklungen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir sind morgen zurück. Morgen unser Livecast, falls nichts schief läuft oder dazwischen kommt. Dominik Storr, der Bürgeranwalt, Aktivist der Aktion Sauberer Himmel gegen Climate Engineering, die weitflächige globale Klimamanipulation durch Schwefelpartikel und andere Technologien. Morgen zur regulären Sendezeit ab 7 Uhr abends. Vielen Dank für den Support, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen. Bleiben Sie frei.